Das Deutsche Krebsforschungszentrum hat hier die Daten und Fakten zur Gesundheitsgefährdung von Kindern im Auto vorgelegt, wenn sie Tabakrauch ausgesetzt sind. Und das sind beträchtliche Gesundheitsbelastungen. Es sind nicht nur diese ultrafeinen, lungengängigen Stoffe, die eingeatmet werden, sondern die ganze Phalanx der krebserzeugenden Gifte des Tabakrauchs. Wir haben auch noch mal deutlich gemacht, dass auch wenn in einem Auto akut nicht geraucht wird, aber vorher geraucht wurde, dass dann der alte Tabakrauch nach wie vor abgegeben wird in die Raumluft des Autos. Das heißt, Kinder sind auch belastet, werden durch Gifte und durch krebserzeugende Stoffe belastet, selbst wenn da nicht gerade aktuell geraucht wird. Das ist uns sehr wichtig, nochmal festzuhalten. Insgesamt leider mussten wir feststellen, dass über 1 Million Kinder in Deutschland dem Tabakrauch in Autos ausgesetzt ist, nach wie vor. Und deshalb ist diese Kampagne auch von besonderer Bedeutung und wir unterstützen sie natürlich ganz nachdrücklich.